Zwei putzen sich raus für den großen Auftritt. Magdalena Neuner bei der Waffenpflege. Die Pflicht jedes Biathleten, aber auch eine Übung für das seelische Gleichgewicht. Mit der Waffe eins zu werden, geht nur mit ein bisschen Zuneigung. Im Biathlon, sag ich mal, ist das Gewehr auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, wenn man sich mit der Waffe also ein bisschen beschäftigt, ist es einfach, man kriegt ein bisschen einen Bezug dazu. Und wenn man sie oft in der Hand hat, ist es halt einfach kein Fremdkörper, wenn man da mit dem Schießstand steht. Also es ist schon wichtig, dass man sich auch wohlfühlt damit, dass man sich einfach damit beschäftigt und sich damit anfreundet, sag ich mal. Das habe ich mittlerweile auch ganz gut geschafft. Und das Gewehr doch so ein bisschen das Baby ist, schaut man schon, dass man es ein bisschen pflegt. Die Beziehung zwischen Neuner und ihrer Waffe ist gerade rechtzeitig zu Olympia wieder intakt. Die Wallgauerin ist bereit dafür, das Postergirl dieser Spiele zu werden. Sie hat keine Angst mehr, den Schießstand anzufahren. Bis ich in den Weltcup gekommen bin, habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis zu meiner Waffe gehabt und habe eigentlich recht gut geschossen. Und da habe ich einfach angefangen, mir mehr Gedanken zu machen. Und irgendwie hat es halt am Anfang nicht so geklappt, weil halt es war halt alles neu und ich war halt aufgeregt und nervös. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen entwickelt, ein Schießproblem zu haben. Was, glaube ich, gar nicht da war, aber ich habe halt einfach irgendwie Angst davor gekriegt und die ganzen Zuschauer und die Presse und jeder ist da gestanden und hat halt geschaut. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich wieder total mit der Waffe angefreundet. Ein Mentaltrainer hat sie von der Schießphobie befreit. Zwei Siege, 7 Podestplätze. Das Paket Neuner und Waffe stimmt. Also ich habe da meine Finger drin, das ist halt wirklich ganz auf meine Hand abgestimmt. Ja. Da unten für den Daumen, dass halt wirklich das alles ganz stabiles Griffstück ist, halt natürlich auch der Hand angepasst, dass das einfach genau passt. Ich habe relativ große Hände. Ich glaube, die Andrea oder Martina könnten damit jetzt nicht so gut schießen. Handstopp natürlich fürs Liegendschießen, wo man dann wirklich ganz fest da vorne reingeht und dann hier mit dem Haken einhakt, damit das dann auch wirklich alles ganz stabil ist. Hier für die Backenstütze, das passt natürlich auch alles ganz genau. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, bis man so ein Teil gebaut hat. Ihr Olympiaschaft ist ein bisschen kürzer als der alte. Er soll helfen, den Traum vom Gewinn der Goldmedaille zu erreichen. Jetzt glänzt das Gewehr wieder. Magdalena Neuner wird versuchen, es ihm nachzumachen.